So, hallo, wir machen weiter bei Evil Conquest 2. Letztes Mal haben wir den Anfang von Welt 1 gemacht, haben damit schon den gelben Switch-Palast gefunden und so ein bisschen in die Level reingeschaut. Jetzt geht's einfach weiter mit dem Rest von Welt 1. Ich denke mal, in dem Part schaffen wir Welt 1, wenn ich mir das so angucke. Das könnten so 1, vielleicht da unten 2, 3 Level, 4 Level und dann das Schlosslevel sein. Ja. Gucken wir mal. Olle. Wenn jetzt da dieser komische Fehler mit dem Switch drin ist, meint ihr dann, das wird bei SMB Central deswegen rejected, oder? Das muss halt einem nicht mal auffallen. Wenn man das in einem Jahr durchspielt, dann merkt man das nie. Das ist die Sache. Und ich muss mich nochmal damit beschäftigen und gucken, woran das liegen könnte, aber... Wir könnten ja auch mal Leute fragen in dem SMB Central Discord, ob die eventuell eine Lösung oder... generell Hilfe anbieten könnten dafür. Woran das liegt, weil wenn es mit den anderen Palasts funktioniert, dann ist ja irgendwie komisch. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegen könnte. Das ist echt das Ding. Naja. Sonst gibt es da bestimmt auch irgendeinen Workaround. Oh. Nicht vergessen, du hast jetzt auch 600 noch was Münzen. Du kannst nochmal zum Shop gehen und dir jetzt Sachen kaufen. Das stimmt, ich könnte mit einem Pilz ins Level reingehen und den Pilz am Anfang sofort verlieren. Könnte das beispielsweise machen. Ich kenne mich, wenn ich das mache, dann... aber ich könnte es probieren, ja. Also ich meine, dafür hast du die Münzen. Ich will die erstmal auf 1000 bringen. Sieht schön aus. Dann können wir sagen, 666. Okay. Ja. Ja, die 666 muss ganz schnell weg. Zahl des Teufels wollen wir nicht. Das ist richtig. Wir verteufeln den Teufel. Ach, was... Gut. Da wird jetzt auch nichts geholfen, übrigens. Oh mein Gott, was tue ich? Gut gemacht, übrigens. Lass mich das ist einer der wenigen Level, wo die Samples von der Musik im Level die anderen, also die Todesmusik, nicht total kaputt macht. Oh, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ach, stimmt, das ist halt nur mit weil die gleiche Melodie mit einer Panflöte. Ah, okay. Es ist in keinem Level, würde ich sagen, so schlimm, dass es einem die Ohren kaputt macht, aber es hört sich dann halt nur schon mal ein bisschen schief an. Vielleicht mal kein Ziel. Ja. Ich werde jetzt einfach nicht mehr sterben, dann werden wir das nicht mehr feststellen können. Ha. Ja. Das ist ein Plan. Trick. So, ich bin schon mal weiter als vorhin. Ha, siehst du? Direkt vor Midway Point. Zweimal kurz vor Midway Point. Natürlich, warum auch nicht. Ah, halt, da ist was. Kleiner Funfact, auf dem Pilz, auf dem du gerade drauf bist, waren ursprünglich noch ganz viele Mancha, aber die wurden noch am Ende entfernt. Hier. Guterweise. Nee, ein weiter links. Hier. Genau, hier. Ja. Ah, wegen der Plattform, weil die Plattform da war. Ja. Habt ihr komplett entschärft, okay. Das ist richtig. Ja, generell wurde hier und da immer wieder was geändert. Manche entfernt, Gegner entfernt, andere Gegner hinzugefügt. Naja. Hilfsplattform. Jetzt hat sich natürlich das Einsammeln wieder erledigt, weil selbst wenn ich den jetzt mitnehme, ist der von vorne weg. Okay. Aber wir haben es gesehen. Wissen der aber da. Okay. So, ach, da unten muss ich. Okay. Genau. Alles klar. Das kann ich hier oben lang? Nee, ich kann unten lang. Du kannst unten lang. Der Gipfel ist seitlich, das ist auch schon mal gut, dass der nicht hochgeht zwischendurch. Mhm. Da warte ich lieber. Jetzt. Da unten ist der andere Kristall. Genau. Die sind teilweise ganz schön schwer zu sehen vom Hintergrund her, aber das macht sie dann umso mehr zum Secret. Das fällt euch. So. Okay, das Level war von Lux. Das ist richtig. Ha. Das ist auch richtig. Ich bin überrascht, dass du das so zuverlässig gerade... Ja, mal schauen, ob ich das weiterhin hinkriege. Das ist, Also bisher läuft's doch. Bisher läuft's, ja. Du hast bestimmt unsere Level studiert. I like this level. Ja, Mensch. Wie würde man jetzt den Levelnamen in einer deutschen Version umbezeichnen? Wenn ich jetzt sozusagen, keine Ahnung, bei Nintendo wäre und müsste jetzt die deutsche Version von dem Spiel hier erstellen und sehe dann den Namen I Like This Level.
Ich wüsste nicht, wie ich den Wort jetzt irgendwie passend umsetzen könnte. Das ist dann halt einfach. Kriegt dann einfach einen unwichtigen Namen irgendwie. Keine Ahnung, witzig, spritzig. Irgendwas anderes einfach. Hä? Oh! Das war der. Das war natürlich jetzt ziemlich dumm. Aber kein Problem. Komm ich eigentlich hier rüber? Ja, da ist ja was. Ist der. Hey, guck mal. Kommt mit gleich drauf. Erwischt. So, aber theoretisch. Du kannst ach nee, da das sind jeweils. Wow! Da ist jeweils. Fun Fact zu SNES 9X. Da muss man oben rechts, unten links, unten rechts noch einmal separat belegen. Mist. Das habe ich eine ganze Zeit lang nicht gewusst. Und das war dann halt sehr schwer in so einem Level. Wenn man dann springen wollte und nach rechts oder links gehen wollte, dann konnte man halt nicht links, rechts und B oder A gleichzeitig drücken. Genau. Das hat Wasserlevel und Kletterlevel sehr unangenehm gemacht. Aber ich habe ja auch nur die Richtungen belegt, die normal. Ja, ich glaube aber ZMZ belegt das dann automatisch. Genau. Ah, okay. Beziehungsweise der nimmt das nicht als separaten Input, sondern einfach nur als links und rechts gleichzeitig und in SNES 9X ist halt links, rechts eine Richtung. Ich frag mich gerade, bin ich einfach gerade unfair? Ach, mit denen, okay. Oh, ich sehe da mehr auf einmal. Ich sehe ganz viel auf einmal. Ja. Ich wollte gerade, meine erste Frage wäre nämlich gewesen, wie schaffe ich die Stelle, wenn ich die Fische hier alle kill und dann nicht mehr rüberkomme, aber mit den Kollegen da hinten? Nein, also du kannst es mit denen machen, aber das ist nicht so, ich sag mal, notwendig, dass man das machen muss. Aber wenn die weg sind, ist hier ein Block an der Röhre? Nee, gehen wir nach links. Ach, die Röhre ist gar kein Secret, das ist der richtige Weg. Also das ist einer der richtigen Wege. Du kannst entweder mit den Bullet-Bills halt rüber, mit dem Fisch, mit einem gut getimten Sprung oder halt mit der Röhre. Weil am Anfang war ja dieser eine Fisch, der da in der Mitte direkt hochspringt, der ist ja perfekt eigentlich gewesen, um rüberzukommen. Nur wenn ich den kill, habe ich mir überlegt, was ist dann, aber dann habe ich an die Bullet Bills gedacht, die kommen ja unendlich oft, die gehen also immer wieder. Aber die Röhre, okay, ich dachte, da habe ich ein Secret entdeckt. Nein, das ist der Weg. Okay, das mache ich jetzt nicht nochmal. Das sind alles Wege. Lass mich in Ruhe, Gruber. So. Da kam ich nicht durch. Oh! Huch! Ihr habt ja plötzlich Leben. Nicht nur plötzlich. Gar nicht darauf geachtet, dass es noch Leben gibt. Ja, in Mario Maker hat man irgendwie ja nicht so wirklich. Na gut, man hat doch in gewisser Weise die Leben, wenn man dieses Ding spielt. Ja, wenn du halt die. Ach mein Gott. Wenn du die 30 oder 15 Mario Herausforderungen spielst. Richtig, dann aber hast das du ist ja. Das ist schwer oder sehr schwer. Da kann man sich nicht wirklich darauf verlassen, dass das Level, dass die Level, die man dann da spielt, wirklich gute Level sind. Es gibt auch einige coole Level, aber auch einige nicht so coole Level. Ja, es gibt in jedem Bereich richtig gute Level und richtig nervige, also das kann man leider nicht. Ja, das stimmt. Irgendwie auf eins unterbrechen. So, jetzt gehen wir hier mal ganz schnell durch. Hier bin ich vorhin, da bin ich gestorben. Ja, guck mal. Hier wäre tatsächlich ein Pilz sinnvoll gewesen, um zu kaufen, das gebe ich zu. Ich wollte eigentlich den treffen. Du hast übrigens gerade einen Kristall verpasst. Falls da muss ich ja gleich mal hier testen. Also falls du den einsammeln wolltest. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Jetzt sehe ich ihn. Ja, guck mal. Der ist mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen. Eieiei. Blinder. Alles okay. Dafür sind wir da. So. Als Zuschauer sieht man immer mehr. Wow. Sehr schön. So gut viel gemacht. Zum Kristall dann auch an der Stelle. Ich will es nicht die ganze Zeit erwähnen, aber es erinnert mich, als Rocky das gespielt hat. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Level das war, aber es war auch eine ähnliche Stelle. Hat einen Panzer einfach nach vorne geworfen. Der ist genau gegen einen Block, also der in der Luft schwebte, geschmissen worden und dann direkt wieder gegen ihn zurück und ist gestorben. Grüße gehen raus an Rocky an der Stelle. Ja, wunderbar. Wir müssen in jedem Part jetzt einmal Robio grüßen, das wird jetzt so ein... Ja. Hallo Robio. Running Gag einfach. Sehr schön. Okay. Ah ja, das war auch wieder absolute Meisterleistung auf jeden Fall.
Warum ich dich schon losgelassen habe, ich weiß es nicht. Und warum deine... Aber gut. Bald haben wir die 1000 zusammen. Das ist richtig. Ach, wait, mit dem Kollegen komme ich da. Hey. Sehr schön. Sehr gut. Und der ist eingebaut. Gar sehr, sehr, sehr gut. Gut, dass wir die gelben Blöcke haben. Oha. Oha, oha, oha. Alter, lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Auch gelbe Blöcke und so. Generell Switchblöcke sind so eine Sache. Ich glaube, das unterschätzen viele Leute, die zu setzen. Da denkt man später einfach nicht mehr dran. Ja. Ja, manche machen ja das einfach so als Weg in die Special World, dann sind einfach nur da so aus den Blöcken eine Brücke gebaut und das war's dann mit dem Switch, aber es ist schön, wenn man das tatsächlich in die Level auch einbaut. Das also das wirklich so wie Nintendo zu machen, dass die halt einem immer mal wieder so ein bisschen helfen, ist, würde ich sagen, schon eine Kunst. Ja, genau. Mit den gelben geht's noch ganz gut und mit den grünen, weil das halt Powerblöcke sind, aber die roten und blauen sind ja tatsächlich einfach nur... Man vergisst sehr schnell. Ja. Tschüss. Oh, geht gar nicht. Also, ich freue mich darauf, dass der kaputt geht, wenn ich Spin-Jump. Ich weiß es nicht. Okay, hier kann ich runter. Was glaubst du eigentlich, wer das Level gerade eben gemacht hat? Oder hast du schon gesagt? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich dachte, ich kill den, aber... Nope. So, komm her, okay. Pilz. Nein, komm! Ich hab's kommen sehen, aber egal. Ich weiß schon mal, dass es dein Pilz ist, das reicht schon mal aus. Hui! Oh. Hast auf jeden Fall nochmal versucht, den Pilz zu holen. Der hat gerade nicht nur den Block Hui gemacht. Großartig. Großartig. So, jetzt kill ich dich aber. Von wem war das Level, was du davor gespielt hast? Ach ja, was war das jetzt für eins? Das Wasserlevel. Das Wasserlevel war das gerade eben. Genau. Das ist schwierig. Zu Dark. Da hast du komplett recht hier. Oh, wow. Ich sag doch, du hast irgendeinen Studiengang belegt und unsere Level studiert. Ja. Im zweiten Semester. So. Ich kann es auch jetzt schon sagen, hier tendiere ich noch zu Lux, aber ich warte mal auf den Rest des Levels ab. Ja. Wait. Du musst einfach nur die blauen Floorblocks erstellen. Oder ein P-Switch. Oder ein P-Switch, genau. Okay, dann nicht. Ja gut, vielleicht krieg ich noch ein P-Switch. Ich geh einfach mal weiter. Ja. Ach, hochlaufen. Dann nehme ich dich mal kurz hier rüber. Wenn du so haben willst. Ja, ich will gucken, was in dem Block da oben drin ist. Könnte ja ein P-Switch sein. Nix war's. Das könnte auch ein guter Secret Exit sein. Wollen wir es noch ändern, Lux? Nee, ich kann mich noch dran erinnern, wie das Secret vorher war. Also noch ist der Rückweg gegeben, noch kann ich zurücklaufen. Das heißt, ich gehe immer noch davon aus, dass ich einen P-Switch irgendwo später bekomme. Mist. Vielleicht. So, okay, das. Ah ja. Jeder liebt es, zurückzulaufen. Da ist eine Röhre. Da werden wir jetzt mal... Huch, da sind mehrere gleichzeitig. Ah. Ja. So, dann ist hier drin mein P-Switch. Sonst wäre das ein bisschen... Oder so. Genau. Na gut, das geht natürlich noch. Ist nur nicht hier an irgendwas sterben, das wäre dumm. Aber noch kann ich das. Das wäre unvorteilhaft. So. Aber du machst das komplett souverän. So, wie wir dich noch kennen. Und das führt zu einem Stern. Hey, wir haben eine Star Road. Guck mal doch gleich mal hin. Möchtest du die Level sofort spielen oder möchtest du die lieber am Ende spielen? Also ist es eigentlich egal. Ja. Wenn man später nicht nochmal hinläuft, würde ich sie jetzt gleich spielen. Ja, also du dann würdest halt am Ende nochmal dahin laufen müssen. Ja. Nö, dann spielen wir die gleich. Weil so ist es ja im Prinzip, so würde man es dann ja als Spieler sozusagen jetzt wahrscheinlich auch machen, aus Neugierde da reingehen. Mhm. Ja. Oh Gott, es scrollt, ich geh gleich wieder raus. Scrolling-Level sind großartig. Es ist nicht normales Scrolling.
Es ist jedermanns Favorit. Special Scrolling. Oh yay. Und man kann gute Scrolling-Level bauen, die nicht langweilig sind. Ja, das ist klar. Das ist klar. Oh Gott, was mache ich denn? Das wollte ich mal klarstellen, weil auch einige Leute so einen Hass gegenüber Wasserleveln haben. Oder halt Ausfall-Level. Ja, man kann. Steht das nicht. In jedem Dings. Oh, die kann ich gar nicht. Lass mich in Ruhe. Hilfe. Das. Um Gottes Willen. Hier könnte ich mir auch einen Pilz vorher eigentlich holen. Das wäre sinnvoll. So, du lässt mich jetzt mal in Ruhe. Das Level wurde für einen Contest gebaut, in dem das Thema war Sprites, die einen nicht verletzen können. Genau. Ah. Grüße gehen raus an Rocky übrigens. Der eventuelle Leiter dieses Contests. Na! Der es aber nicht zugeben will. Ich sollte den Block nicht in der Hand haben. Oder gehen die auch so kaputt, wenn ich den Block nicht in der Hand habe? Die gehen auch so kaputt, wenn du draufstehst. Kannst okay, dann hat es mit Block testen. Nichts zu tun gehabt. Ja. Ah, ja, okay. Ja, genau. Alles klar. Glück im Unglück. Oh. So, jetzt nehmen wir noch einen mit. Dann ist der weg. Dann nehmen wir noch einen. Noch einen. Okay, dann. Ach, das ist sehr schön. Lass mich in Ruhe. So. Aber ich kann die Sprites verletzen. Ha, oder auch nicht. So, der nicht. Das ist aber schon mal gut, wenn ihr das sagt, dass hier lauter Sprites vorkommen, die einen nicht verletzen kann, weil dann kann ich problemlos überall hinspringen, ohne dass ich zumindest vom... Also du kannst halt runtergestoßen werden. Genau, genau, aber ich kann nicht... besiegen die ganze Zeit. In der Art. Größter Feind bist du selber. Ja. Das ist richtig. Ja. Das stimmt. Tschüss. Okay, die kann ich einfach auslösen, dann passiert ja nichts. Oh, das ist eine Ding. Guck mal, du hast noch mehr als genug Zeit. Ah. So, erstmal gucken, wo es weitergeht. Einfach rüber. Achso, jetzt laufe ich da hoch. Genau. Gut. Guck mal. Läuft doch. Oh, das sind Blöcke, die hätte ich gern. Wahrscheinlich haben sie aber nur für das hier gedacht. Ja. Mhm. Dann schauen wir noch mal einen mit zur Sicherheit. Ah, wait. Geh kaputt. Oh, ich muss das machen? Das ist richtig. Das hätte jetzt aber ganz schön schief gehen können. Uiuiui. Aber du hast ja zwei Versuche, um an die Blöcke ranzukommen. Ja. Aber ich habe das gar nicht dass ich das machen muss, erkannt. Glück gehabt. Oh Gott. Okay. Das war knapp. Das war komplett geplant. Das war komplett geplant, ja. Ich wollte ihn eigentlich hochwerfen, dann ging er gerade kaputt und dann haben die mich aber zum Glück verschont. Hey. So, ich wollte gerade sagen, zum Glück ist das Scrolling vorbei, aber... Du Hater. Ja. Ah, es ist doch... Hä? Achso, das sind so kleine Räume. Das war ein kleiner Raum. Jetzt ist ein großer Raum. Was ist das? Und was glaubst du, wer so das Level gebaut hat? Dark. Auch richtig. Das ist richtig. Gut gemacht. Naja, es scrollt, das ist Dark. Bin gespannt, ob ein Level von Lux auch was scrollt, aber... Muss ich gerade mal überlegen. Du baust ja recht gerne Scroll-Level. Ja, doch, gibt es. Ah, okay. Oh Gott, ich muss andere. Ich bin falsch. Ah, scheiße. RIP. Kein Problem. Zu spät gesehen. Kein Problem. Zu spät gesehen. Aber wir haben auch Scroll-Level von Lux tatsächlich. Genau. Okay. Ich gerade auf jeden Fall eins. Das war nicht so günstig. Deswegen heißt das The Friend Zone. Ja. Sie wollen mir gar nichts tun. Ich bin einfach nur so doof und renne in sie rein und dann passieren Dinge. Sie wollen eigentlich nur lieb gehabt werden.
schaffst das. So. Okay, wo bin ich jetzt gestorben? Ach ja, an dem, ach ja, den einen Pinguin muss ich wegmachen. Dann passiert die, dann passt alles. Da! Kleiner Funfact, die Plattformen mit den ganzen Notenblöcken, die waren ursprünglich gar nicht da, diese Notenblöcke. Und an den Zementblöcken, die da drüber waren, waren so hängende, graue, also schwingende Plattformen. Oh Gott. Die an diesen Kugeln befestigt waren. Mach doch nicht sowas. Aber die haben dann, ja, die haben aber Probleme gemacht im Level, deswegen wurden die im Endeffekt auch entfernt und durch Notenblöcke ausgetauscht. Ja, dann danke, liebe Plattform, dass ihr Probleme gemacht habt. Aber das wäre echt nicht so schwer gewesen, man hatte genug Zeit, um darauf zu springen und mehrere Versuche. Im Prinzip, wobei ich jetzt überlege, wenn die eine nicht so hoch schubsen, dann ist es ja eigentlich sogar einfacher, oder? Die Plattform? Oder hätten die einen auch so hoch geschubst? Nee, das wären so diese normalen grauen Plattformen. Genau, dann wäre ja da eigentlich nichts passiert in die Richtung. Genau. Ja. Dann wäre das ja sogar besser gewesen als mit Noten. Das passt. Notenblöcke passen mehr zum Thema von diesem Level. Okay, jetzt muss ich mich schicken. Da muss ich kaputt machen, den muss ich mitnehmen, den muss ich... Ah ja, okay. Und ich sollte vielleicht das Ding loslassen, dann kann ich nicht klettern. Eieiei. Aber das, wie du siehst, genug Ranken. Um mich festzuhalten. Oder, das sind doch Gegner, die töten. Mancher. Ja, manche sind aber keine Gegner. Sind das keine Lebewesen? Das sind Blöcke. Er hat mich getötet. Er hat mich zerquetscht. Er hat dich zu Tode getötet. Er hat dich sehr viel nicht gehabt. Ja. Oh, verdammt. So stark wollte ich dann doch nicht umarmt werden, eigentlich. Uah. Hä, wieso bin ich... Oh nein, weil ich Game Over war! Ja. Oh, ich muss auf meine Leben kaufen gehen. Oh, ich muss auf meine Leben achten. Kannst du Leben kaufen, du kannst du Power Habe ich jetzt eigentlich meine Münzen verloren? Nee, okay. Die Münzen bleiben, das ist gut zu wissen. Die sind weiterhin dort. Das ist gut zu wissen. Die werden nur resettet, wenn du das Spiel schließt. Ah, genau, stimmt, ja. Aber gut, wir machen das ja über Save States. Aufgrund des Global Switch Hochhilfe. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich, wo ganz woanders starte. Ich dachte, ich habe einen neuen Between Point erwischt, aber nein. Ich war Game Over. Ups. CP2 war das. Ah ja, natürlich, weil ich ja auch über die Münzen keine Leben bekomme. Ich muss mir die kaufen. Dann bekomme ich Leben. Wie viele Münzen kostet ein Leben? Waren das 100? Waren es 100? Also ja, 100. Typischerweise 100, okay. Das waren 100. Gut, dann muss ich mehr... Ja gut, wäre blöd, wenn das mehr als 100 wären. Muss mich einfach selber drum kümmern. Naja, man kann sich ein bisschen mehr Wert machen, wenn man viele Münzen zum Beispiel in ein Level packt. Dann, wenn man schneller... Ich lebe nicht mehr. Ein One-Up kostet 100 Münzen, Pilz kostet 200 Münzen und ein... Eine Feuerblume 300. Das war die 300, die Feuerblume, okay, alles klar. Wir hatten ursprünglich sogar noch andere Power-Ups in dem Hack drinne. Und zwar Custom-Power-Ups, wie zum Beispiel ein Hammer und ein Boomerang-Kostüm. Aber die wurden im Endeffekt auch entfernt, weil die dann, wie so viele andere Dinge auch in dem Hack, Probleme gemacht haben. Genau. So eine Sache, je größer solche Patches und Veränderungen werden, desto fehleranfälliger sind die dann halt auch. Und das ist richtig. Das war so eine Sache. Soweit ich weiß, ist der Patch, ist das jetzt auch, also das ist eine der wenigen halt Patches, die nicht als einfach nur eine ASM-Datei sind, sondern einfach ein kompletter BPS-Patch, den man auf eine ROM machen muss, bevor man was anderes macht. Ah, das klingt auf jeden Fall, als würde das viel zerschießen, wenn man es einbaut. Ja, also das ist eine, in dem Sinne eine riesige Veränderung für die gesamte ROM und das hat dann unvorhergesehene Auswirkungen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Wir hatten auch, abgesehen von den Power-Ups, von denen ich eben gesprochen habe, ein paar Level mit Verwandlungen, das man dann als Ninja gespielt hat und einmal als Fledermaus. Ah, okay. Aber die mussten leider auch entfernt werden. Die Power-Ups, die waren halt echt cool. Die wurden danach halt nicht mehr geupdatet und als wir dann die ROM aktualisiert haben, haben die Power-Ups nicht mehr funktioniert. Das Problem ist, die Person, die
Horrors gemacht hat, die ist jetzt auch nicht mehr auf SM Essential aus Gründen. Okay. Ja gut, viele Hacker waren wahrscheinlich mittlerweile inaktiv, die früher was gemacht haben. Ja. Die Leute, die Liad kennen, die wissen, was mit ihm passiert ist. Ja, da werde ich dazu nicht sagen. Wie hieß der? Liad. Okay, das sagt mir überhaupt nichts. Aber wieso sollte es mir auch was sagen? War, glaube ich, auch ein Deutscher. Aber offensichtlich gab es dann mal wieder ein Drama. Ah, ich muss mich schicken. So. Das ist, glaube ich, eine Redewendung, die wir hier nicht haben. Achso, ja, beeilen. Also. Ja, ich hab's schon verstanden. Er sagt denn das gar nicht? Nee. Ist das so ein fränkisches oder bayerisches Ding? Wusste ich gar nicht. Das checkt der Kerl schon. Ich denke schon, ja. Na, stimmt, ich eigentlich sagen. Ja, gut, aber solche Formulierungen und Redewendungen, dann sind so weiter, gibt's ja bestimmt immer eine bestimmte Region halt. Ja, aber fand ich wieder witzig, dass das nicht so ging. Weil für mich ist es was ganz Normales zu sagen, ich schick mich. Ich schick dich gleich auch rein. Aber ja, okay. Ach, hab schön. Das jetzt nicht als. Oh nee, kann ich gar nicht so. Das hört man ja eigentlich ganz oft so, gerade wenn sich jemand beeilen soll, dass man dann sagt, schick dich. Das ist so. Nee. Okay, interessant, dann ist das wieder so ein. Keine Ahnung, ob es bayerisch oder fränkisch ist, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall regionaler Unterschied. Irgendwas ist es. Ja. Erstmal wieder schon kein Strike nehmen. Wow. Wie viel Leben habe ich jetzt eigentlich noch, verdammt? Ich bin nicht drauf geachtet, nicht, dass ich schon wieder beim letzten bin. Wenn du Start drückst, dann fährt sich die Statusbar einmal komplett aus. Das ist gut. 2. Okay. Kann ich einmal nochmal normal spielen, dann muss ich Leben kaufen, bevor ich nochmal Game Over gehe. Dass wir hier nicht wieder den Anfang nochmal spielen müssen. So schön das Level ist. Das wäre vom Vorteil. Aber ach, danke schön. Am Anfang will ich dann doch nicht. Ja, ich kann es verstehen. Wo bin ich eigentlich vorhin gestorben? Ach ja, hier hat er mich zerquetscht. Genau, der hat mich zerquetscht. Hier wurde es zerdrückt. Der Frechdachs da. Also jetzt kill ich den erstmal dafür. Ich meine, selbst. Ich glaube, selbst ohne Spoil. Nein, ich kann ihn nicht killen. Oh nein! Ich wollte ihn ruckeln, ich wollte dich kaputt rutschen. Karma! Das ist dir zu Recht passiert gerade. Karma. Erstmal schnell Leben holen. Wer andere Leute verletzen will. Halt, wait, hier sind wir. Erstmal Brüder holen. Du musst leider immer warten, bis die ganzen Münzen abgezogen sind. Ja, das um geht ein klar. Anderes Problem zu beheben. So, 4 ja, sollten reichen. Aber ich wollte es nur angemerkt haben. Problem war nämlich, man konnte, wenn man, als das noch nicht so war, konnte man Geld ausgeben, was einem gerade abgezogen wurde. Ah. Und dann ja. Extrem viele Sachen kaufen, die mir ja nicht das Geld hatte. Ah, dann hast du sozusagen für 100 Münzen 5 Leben kaufen können, obwohl du nur ein Leben hättest kaufen noch können. Noch mehr, weil ja. Das halt, das hat halt, ich habe die Blöcke da oder die Sprites mehr oder weniger selbst gemacht. Und dieses Kaufen hat keinen Cooldown, also du hast dementsprechend jeden Frame konntest du ein Leben kaufen. Null. Das ist gut. Ja. Das war gut. Das sind dann die Banker-Tricks. Wenn man überlegt, das ist eine schöne Analogie ins echte Leben. Ja. Shopping-Malls hassen diesen Trick. Genau. So, jetzt sind wir wieder hier. Diesmal werde ich mich weder von dem Pinguin zerquetschen lassen, noch ihn versuchen kaputt zu rutschen. Ich gehe einfach an ihm vorbei. Ich glaube nicht. Das wär mal eine Idee. Oh boy, das geht hoch. Jetzt geht's hoch. Aber ich kann darüber. So, da sind wir auch schon. Ich warte eine Runde ab. Dann gehe ich einfach an ihm vorbei. So. Der interessiert mich auch nicht weiter. Der interessiert mich schon eher. Okay. Und da ist. Bin ich direkt vor dem Ziel? Ne, das ist kein Ziel. Das ist kein Ziel. Da geht's nochmal. Das ist Mancher gefallen mir nicht. Okay, ich muss da gar nicht hin. Das scrollt jetzt irgendwie noch nach rechts weiter, ja. Genau. Du nicht! So, hier bin ich sicher. Noch.
Da kann ich hin. Da kann ich drauf. Da kann ich auch einfach drauf. Da kann ich rüber. Nein, ich hab's gehabt! Warum muss ich denn immer vorm Ende sterben? Da war das Ende. Du hättest auch ganz entspannt warten können, weil es nicht mal voll war. Ich wollte irgendwo unter denen durchspringen. Ey, wollte ich zumindest gut. Wie lange sind wir schon? Was ich eben schon sagen wollte, ich glaube, das Level ist aber auch relativ lang, selbst wäre es ohne Scrolling. Ja. Ja, aber es ist jetzt ja auch ein Special World Level, das ist in Ordnung. Ja. Damit kann man leben. Ich finde halt cool an dem Level, dass das so von der Schwierigkeit her einigermaßen variabel ist. Das heißt, es kann halt ein schweres Welt 1 Level sein, aber auch ein leichtes Welt 9 Level, finde ich. Ja. Also, finde ich ja persönlich. Deswegen finde ich es so ganz cool von der Schwierigkeit. Die meisten Tote, die ich hier verursache, sind ja auch eher so komplette Blödheit. Nicht nur. Ein paar Mal war es halt zu voreilig. Ein paar Mal war es halt einfach nur ein bisschen blöd mit dem Zusammendrücken vom Pinguin. Ja. Mal so, mal so. Mal sieht man dich, mal wieder nicht. Du hast ja jetzt schon einen relativ guten Eindruck von diesem Level bekommen. Was sagst du denn, wer das gemacht hat? Hat er schon gesagt. Ich doch schon, dass das schon da gebaut hat. Ja. Okay. Dann eine andere Frage. Würdest du dir wünschen, dass Gott das gebaut hätte? kann ich schlecht sagen. Also es wirkt halt, wie wenn es von Dark ist. Also. Ja. Special World Level war doch eigentlich erst geplant, dass das von anderen Leuten gemacht wurde. Da ist auch noch ein Überbleibsel von drin. Aber ich finde das gut, wie oft ihr sagt, das war geplant, das und dann... Aber ja, ich finde das interessant. Das ist ja, nee, ja, ist ja auch... Hintergrundinfos. Es ist ja auch, genau, es ist ja spannend zu sehen, was alles so gedacht war, was dann nie passiert ist. Genau, also ursprünglich haben wir halt ganz viele Leute gefragt, ob die Lust hätten, ein Level zu bauen für unseren Hack halt. Ja, und im Endeffekt, können wir schon mal spoilern, eine Person hat es dann im Endeffekt auch gemacht. Mhm. Wobei, warte mal, nee, Maus hat auch noch ein Level gemacht, oder? Nee, Tobi hat noch ein Level gemacht, aber das hat, das ist verloren gegangen. Grüße gehen raus an Tobi an der Stelle. Das ist verloren gegangen. Ja, also es gab einen Zeitpunkt, da mussten wir unsere ROM neu machen und Tob hat das dann nicht mehr gar gefunden. Ah, okay. Und wir auch nicht mehr. Ja. Genau. Da kam jetzt irgendwas kam jetzt angerannt irgendwo. Alter. Kein Problem. Hat jetzt aber Glück, dass der Screen noch da war. Ja. Uff, der also hat mich komplett untergeschubst. Jedenfalls wollten noch einige andere Leute halt Level dafür, für die Special World bauen. Daher nochmal Grüße an Rob You an der Stelle. Danke, dass du das Level nicht fertig gebaut hast. Die richtig enge Höhle, die nie das Tageslicht gesehen hat. Aber ihr habt gesagt, ich kann hier... Ich weiß nicht, ich sehe keinen guten Weg, um da durchzukommen. Ich muss es wieder ausprobieren. Du musst halt drunter herspringen. Jetzt zum Beispiel. Du meinst, wenn die rübergehen? Wenn die halt links stehen und die Verformung gerade rechts ausfährt. Würde ich sagen. Okay. Puh, der hat mich zum Glück rübergestoßen. Ah, es ist noch gar nicht vorbei, das Level. Genau. Das ist nicht cool, das habe ich nicht erwartet. Aber okay. Hey, das, was du haben wolltest, hast du jetzt. Zwar kein Scrolling. Ja, was? Ah, das hat mich überfordert. Dass es nicht vorbei ist. Uff, okay, ich muss Leben kaufen. Eventuell Leben zu holen. Genau. Oh, verdammt. Ich dachte, das ist vorbei. Maßnahme. Perfekt. Gib mir alle Leben. So. Aber ich kann schon mal an der Stelle sagen, du bist kurz vom Ziel gewesen. Ja. Ja, das also ist keine Sorge, das Level geht nicht noch kritisch. Weiter. Ich will nicht zurück. Das Ziel ist in genau dem Abschnitt, wo du gerade gestorben bist. Genau. Puh. Okay, nochmal durch. Wenn ich es jetzt aber nicht schaffe, dann werden wir es in den Part beenden. Wir sind schon bei 34 Minuten. Wobei es ja eigentlich, ich bin ja in Highlight, im Moment kann ich ja recht gut hochladen. Das ist eigentlich nicht das Problem. Oder du schneidest es in zwei Hälften. Ja, nachträglich schneiden ist immer so. Wie schlecht ist denn eigentlich dein Internet, wo du sonst bist?
2 Megabit down und 0, irgendwas up. Sowas darf man in Deutschland noch verkaufen? Das ist so ein Dorf, ja. Das ist lächerlich. Also surfen kann man ganz normal, das ist alles in Ordnung. Hochladen dauert halt gefühlt ewig. Ich meine, es geht ja, man sieht ja, die Videos kommen ja. Aber sowas wie zum Beispiel Streamen und Bildschirmübertragung, das lässt halt sich damit überhaupt nicht bewerkstelligen. Das ist interessant. Aber normales Surfen funktioniert. Ich kann Sachen anschauen. Wenn es jetzt nicht gerade 720p-Streams sind, dann kann ich die auch anschauen. Sonst ja, gut, etwas du kannst kritisch. Ja auch die Qualität runterschrauben. Oder? Kann man das? Bitte? Weil, ja, bei... Ob man die Qualität runterschrauben kann bei Twitch-Streams. Ja, ich glaub, nur bei manchmal Partnern. Ja, manchmal nein. Also. Ich glaube, das geht nur bei Partnern. Ja, der HF ist ja zum Beispiel Affiliate oder sowas. Da geht's mal und mal geht's nicht. Also manchmal kann ich seine Streams gucken, wenn ich es runterschrauben kann, und manchmal sind die Qualitätsoptionen einfach nicht da. Dann kann ich es nicht. Dann kann ich nichts gucken. Das ist dann. Also vielleicht ist auch irgendwie halt die Bandbreite, die die haben, um Videostreams hoch und runter zu skalieren. Ja, dann bevorzugen sie wahrscheinlich die einen und die anderen nicht. Ja. Das kann gut sein. Ja. So, auch bei so einem Unternehmen wie Twitch beziehungsweise halt Amazon im letzten Ende eigentlich ein bisschen unsinnig ist, weil wenn die eins haben, dann ist es ja Rechenleistung mit Bandbreite, aber was mache ich denn? Ja. Das wird dann trotzdem irgendwie reserviert. Ja, es ist jetzt sollen sie sowieso die Qualität irgendwie runterstellen. Ja. Lux, eine Frage. Sollen wir vielleicht hier noch einen Zusatzblock irgendwie platzieren, links neben der Röhre, dass man den Sprung nicht so schwer hat, wie er gerade hier aussieht? Dann stelle ich mich auch nur an, Alter. Nee, also das war halt schon echt ein schwerer Sprung. Und der muss halt am Ende von so einem Level nicht sein, eigentlich. So, wie kriege ich das jetzt hin? Oh, der fährt durch, der kommt nicht wieder. Ja. Ah, das ist gut. Dann kann mir der jetzt gar nichts mehr. Ein Problem weniger. Und ich kann hier ganz in Ruhe drauf. Ah, oh, sehr gut, dann ist das Problem schon mal weg. Fährt der auch? Guck mal. Ach, das ist ja das Ziel. Deswegen meine ich auch eben, dass du kurz am Ziel gestorben bist. Okay, ich mache mach das jetzt am blödsten, ohne dass es schief geht. Also. Ich würde einfach über den Pinguin versuchen zu springen. Normalerweise sollte das funktionieren. Oder du springst einfach auf die graue Plattform. Die Chance, da runtergekickt zu werden, ist sehr gering. Aber die ist da. Ah, ja, da geht der ganz weit durch. Okay. Sehr klar. Ha! Gut. Hey, und wieder 66. Schieß. Dimenskräuter. Er verfolgt dich. Großartig, guck mal. Ach ja, die Kristalle haben wir nicht. Aber hey, wir brauchen sie auch nicht. Gut, dann haben wir doch noch nicht Welt 1 geschafft, weil wir leider von einem Sternlevel aufgehalten worden sind. Aber davon gibt es 4 Stück. Da bin ich schon gespannt, was die anderen so beherbergen. Die sind dann immer besonders spannend. Okay, davon gibt's einige. Dann schließen wir hier ab. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao. Tschüss. Bis dann. Passt auf euch auf.